Jo Leute, willkommen zurück zu Vampires Dawn. Für mich mehr als nur ein Tag vergangen, sondern es sind auch mehrere Spielstunden vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach aus dem Grunde. Jetzt dieser Part, beziehungsweise diese Zeit jetzt hier, wird die langwierigste Zeit sein. Für mich zumindest, weil man bis Level 30 nichts machen kann. Also man muss wirklich erst auf Level 30 sein, bevor man wirklich irgendwas Sinnvolles machen kann. Ich habe jetzt hochgelevelt auf Level 26. Sieht man da, einmal kurz durchgucken. Und ich werde euch in dem Part jetzt einmal nur den Jahrmarkt vorstellen. Ich habe mich jetzt nebenher wirklich darauf konzentriert, normale Seelen zu farmen, so ein bisschen die Mine hochzuziehen. Da sind, glaube ich, jetzt 11 oder 12 Arbeiter drin. Und wie gesagt, ich mache die ganze Zeit nichts anderes als im Eisgebiet habe ich angefangen. Da kann man die Eismagier relativ easy killen. Die geben irgendwie 55 Punkte oder so. Ich meine auch, hier gab es irgendwo einen Geist. Komisch. Naja, okay. 55 Punkte geben die pro Kill, wenn ich mich ganz richtig erinnere. Und dann macht man da weiter und das dauert eine Ewigkeit. Also wirklich, ich habe jetzt gefarmt knapp 6 Stunden. Nicht am Stück. Und ihr seht's ja, also es sind 38.000 Punkte, die ihr circa braucht, um auf 25, 26 zu kommen. Und wie gesagt, ich kann jetzt so gerade eben in die interessanten Gebiete, wo wirklich was gemacht werden kann. Aber die Quests, die Hauptquests weitermachen, geht immer noch nicht. Und ich weiß, ich muss am Ende mindestens auf 45 sein. Und eigentlich möchte ich es euch nicht antun, permanent hier zuzugucken, wie ich einfach nur von links nach rechts laufe und da einen Eismagier nach dem anderen töte. So. Ich habe natürlich sehr, sehr viel Silber jetzt gefarmt in dieser Zeit. Und wir haben uns mal eine Punktekarte gegönnt. Und ich weiß nicht mehr, wo was war. Reden wir den mal an. Hallo. Hier ist die Attraktion Schnapp den bösen Kerl. Ihr braucht dabei eine Punktekarte, um die Attraktion nutzen zu können. Hier haben wir eine. Wollt ihr dann die Attraktion nutzen? Sie kostet 50 Fila. Worauf warten wir noch? Ich hoffe, ich kriege das. Okay. Okay. Achso, die spawnen dann ineinander. Das ist schlecht. Na komm. Na komm. Ups. Ich hoffe, es gibt mehr Punkte, den Bösen zu killen, als es Minuspunkte gibt, die Gute zu töten. Okay. Das wird schwierig. Ich weiß nicht, wie viele Punkte das gibt. Ich weiß, das ist nicht das Spiel, was ich sonst immer gemacht hatte, um Punkte zu farmen. Okay. Ihr habt 21 Punkte in diesem Spiel gesammelt. Dafür bekommt ihr 2 Punkte. Wow. Blödes Spiel. So, ach, das Armdrücken. Ja, das ist das Armdrücken. Reden wir einfach damit. Hallo. Wollt ihr vielleicht beim Armdrücken mitmachen? Wenn ihr gewinnt, gibt es viele Punkte. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Hm. Klar, los geht's. Das macht dann 30 Fälle. Hier bitte. Gegen wen wollt ihr antreten? Hm. Erstmal gegen Willow. Ich probiere Carlos ohne Gnade Rikus. Willow ist der Schwächling, Carlos ist der Raw, okay. Und Rikus ist halt der
härteste. Ich probiere Carlos. Dann nimm auf dem linken Schuh Platz. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich drücken muss. Ich weiß, es ist, glaube ich, entweder Leertaste oder Enter. Achtung, 3, 2, 1. Es ist Enter. Und selbst, also ich muss ihn da über die Linie schieben. Ich könnte mir jetzt auch einfach ein Skript schreiben, dass er 1 Million Mal Enter drückt. Wenn ich da eine Taste gedrückt halte, aber das wäre ja langweilig. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es gab. Ich glaube, das ist gut. So. Aber es ist viel zu langwierig. Und zu langweilig. Ja. Wow, nicht schlecht. Ich schreibe euch 5 Punkte auf die Karte. Und ich glaube, Oricus gibt dann 10 oder sowas. Also, das ist nicht viel. Was warst du denn? Achso, du bist Lager. Aber man kann hier alles Mögliche, so Speichersteine oder irgendwie sowas, kann man alles kriegen. Ich glaube, sogar Waffen und Rüstung kann man auch kriegen. Würfeln. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Ja, ja. Kostet 50 Hila. Worauf warten wir noch? Okay, ich fange da mal an. Mein erster Wurf. Ich habe eine 5 gewürfelt. Glaubt ihr, ihr würfelt eine höhere oder eine niedrigere Augensumme? Ich würfel auf jeden Fall höher. 10. Ihr habt richtig geraten. Dann bekommt ihr einen Spielpunkt. Jetzt habt ihr einen Spielpunkt. Mein zweiter Wurf. Ich habe eine 5 gewürfelt. Ich würfel wieder höher. So ein Blödsinn. Höher. Okay. Niedriger. Okay. Ja, höher. Niedriger geht ja nur mit den Snake Eyes. Wie viele Würfe machst du denn? Ja, das sind die Snake Eyes. Sehr gut, ihr habt 5 Spielpunkte erreicht. Damit schreibe ich euch 3 Punkte auf. Wow. Ja, das war ja Bombe. Was bist du für einer? Hol das Gold. Okay, welche war das denn? Worauf warten wir noch? 1. Keine Ahnung was. Ach ja. Das ist Pac-Man im Grunde. Also, ich denke, jeder dürfte mal Pac-Man gespielt haben oder ist zumindest mit dem System von Pac-Man vertraut. Denke ich. Hoffe ich. Das würde ich es erklären, aber ich glaube nicht, dass ich Pac-Man erklären muss. Schade. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Wow, ich kriege gar nichts dann dafür, wenn ich das also verkacke. Ich war nie gut im Pac-Man, möchte ich da mal eben so sagen. Hallo. Feuerläufer. Das ist die? Worauf warten wir? Was? Ach, Moment. Ja, da raus. Komm schon. Die ist ganz lustig, die Challenge.
Schaden. Nee. Oh, hörst du mal auf, hoch zu. Jawohl, jetzt hat er verloren. Wow, ein Punkt. Die ist aber ganz lustig. Hallo, Todesstrecke. Ich glaube, das ist die, die ich immer benutzt habe zum Farmen. Erstmal Stufe 1. Ja. Ups. Ja. Aber das ist die. So, Moment. Worauf warten wir noch? Auf 1, bitte. Ah, okay. Die dürfen mich gar nicht berühren. Gut. Muss ich erst wieder reinkommen? Eins, bitte. Und man kann halt auch nicht im Lauf springen. Noch eins. Hops. 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 Drüber. Drüber, drüber, hops. Erledigt. Gratulation, dafür bekommt ihr 2 Punkte. Ja, stimmt. Weil die nicht, ich glaube, nicht auf Zeit sind, die Dinger. Deswegen habe ich die genommen. Da kann man sich so viel Zeit nehmen, wie man braucht. Was hast du denn nochmal? Freier Fall. Ach ja, genau. Stufe 1. Was? Hä? Hä? Hallo. Ja, okay. Gut. Worauf warten wir noch? Gehen wir mal auf Stufe 2. Wir sind ja auf Vollprofi. Schade. Okay. Also so im Grunde ausweichen. Hallo? Schlacht? Okay. Was war das denn jetzt nochmal? Ah, cool. Ja. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber war eindeutig ein Schlachtfest. Und da kriege ich wieder nur einen Punkt, aber ist egal. Hallo! Vielleicht ist bei der Pumpe sterben. Aber gut, dass das so gebaut ist, dass es auch hier Sackgassen gibt. 33 Sekunden. Oh, immerhin 2 Punkte. Und einmal den hier anquatschen. Hallo, rate die Zahl. Ich brauche Arbeit. Ja, ja, ja. Und worauf warten wir noch? Also, fangt mal an zu raten. Euer erster Versuch. 50. Okay. 75. 63. Okay. 56. Moment. Ne, komm, wir machen 60. Okay. Also 5 auf jeden Fall. 57 wäre es gewesen. Ärgerlich. Ja, ja. Da gibt es bestimmt jetzt irgendwie eine Möglichkeit,
das besser zu machen. Ich habe jetzt immer versucht, die Hälfte zu nehmen oder sowas. Ach, das, ja. Klassische Hühnchenspiel halt. Such die Perle. Ja. Machen wir es mal auf 2. Ich glaube in der Mitte, oder? Ah! Sag ich doch. Meine Fresse, ey, das war ja Kinderkram. Das war ja Kinderkram. Ich möchte aber vorher noch auf jeden Fall einmal mit dem hier quatschen. So. Weiter. Weiter. Vampirstein. Speicherstein. Vampirring. Ah. Antiker Vampirring. Okay. Gut. Ist auch so eine Sache, werde ich weiter farmen. Wie gesagt, ich mache das normalerweise hier über die Strecke. Hier das Laufen. Ich möchte aber, bevor ich den Part beende, euch einmal so ein bisschen. Ihr könnt jetzt einmal kurz hier durchgucken. Ach, weißt du was? Ich zeig das in einem Kampf. Ich wollte ja nur so kämpfen gehen. Und zwar wollte ich eine neue Mine erschließen. Ich weiß, dass hier oben irgendwo eine Mine ist. Eine Silbermine. Und man kann mehr als eine Mine haben. Irgendwie liegt Gefahr in der Luft. Ziemlich viele Skelette hier. Das verheißt nichts Gutes. Doch, das heißt sehr, sehr gut. Aber eventuell sollte ich mal. Ja. Sehr gut. Verwandlung beenden. Und da. Also hier, die bewahre ich mir mal auf, bis ich merke, der braucht auf jeden Fall noch MP und der braucht auf jeden Fall noch Blut. Demnach. Okay. Ah, hier haben wir ja das Problem. Elendes Echsenvieh. Ich habe auch schon wieder ewig nicht gespeichert gehabt, wie ich gerade gesehen habe. So mit Level 19 habe ich das letzte Mal gespeichert. Also wie gesagt, ich habe jetzt eine Ewigkeit trainiert. Kann man Echsen aussaugen? Bin ich mir nicht sicher. Aber ich bin halt so geizig mit den Speichersteinen. Und das hat mich schon das ein oder andere Mal wirklich viel gekostet. Ja! Kann man. Schwitzt grünen Schweiß. Okay. Gut, dann kämpfen wir mal automatisch. Heiliger Sturm. Und. Sehr schön. Feuerball? Dein Ernst jetzt? Magische Krankheit. Perfekt. Eisball? Warum zaubert ihr denn so einen kleinen Scheiß? Aber der Lichtstrahl. Okay, ist wieder gesund. Kann nichts mehr sehen. Oh, nee, ich glaube, gegen den kannst du das gar nicht triggern. Also das, was Aska gerade gezaubert hat, die Todeswolke, die kann zu 50%. Yo! Achso. Okay. Ja, dann ist das sowieso egal. Das kann zu 50% tot triggern. Also, dass der Gegner instant stirbt, was auch viele starke Gegner einfach gekillt, die viel zu overpowered waren. Weil ich öfter mal in Gebiete reingegangen bin, die eigentlich viel zu hoch für mich waren.
Und... Ah, sehr schön, dass du es hast. Und, ja, das hat mir dann öfter mal den Arsch gerettet. Und jetzt stirb, du Vieh. So, ich denke, wir könnten hier ebenfalls Silber abbauen lassen. Ja, können wir. Habe ich gerade zufälligerweise so viele Seelensteine dabei? Naja, drei Stück habe ich noch. Gut. So erschließt man neue Mieten. Fledermausmantel. Und wir gehen einmal zurück. Ich denke, dass wir uns nächstes Mal hier in das Dorf begeben werden. Und hoffentlich dann die also da geht die Hauptstory zumindest weiter. Ein Teil davon. Und wie gesagt, das tut mir leid, aber ich möchte es ehrlich gesagt nicht machen, dass ich jetzt irgendwie die nächsten 20 Parts nur mit ich gehe Level machen. Und ich werde auch jetzt öfter auf den Jahrmarkt gehen und da halt meine Punkte hochfarmen, dass ich da möglichst viele habe. Weil Silber haben wir eigentlich immer relativ viel. Ich hatte das Farmpart jetzt abgeholt. Komplett. Ich glaube, wir müssten auch... Ja. So. Ich will es einmal umwandeln und damit haben wir wieder 7392 Fila. Das sollte erstmal reichen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns das nächste Mal bei Vampire Storm. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.